B-71. Wave 72. Da saugt er die Bosse ein. Jawohl, so funktioniert es besser. Wave 73. So. Wir werden hier noch einen machen. Und zwar die rechte Seite. Oh, scheiße, die linke wollte ich haben. Egal, haben wir die rechte. Dann machen wir hier noch einen. Aber die linke jetzt. Jetzt habe ich aus Versehen die rechte da unten gemacht. Wollte ich gar nicht. Aber haben wir das zweimal, ist ja auch okay. Wille 74. Jo, es läuft, Leute. 11 Runden noch, dann haben wir es geschafft. So, Welle 75. Bosse sind auch kein Problem mehr. Da gibt es auf dem Latz hier. Auch wenn mehrere kommen, das ist kein Problem. So, Welle 76. Da kommt es wieder so stoßweise, aber das ist auch kein Problem. Welle 77. Die upgraden hier. Die haben wir auch noch nicht abgegradet. Jetzt sehe ich es erst. Ich muss auf Max auch. Auf dem Roter da. Aber die werden auch nicht weit kommen. So, jetzt werden wir das mal verwenden. Nur zur Sicherheit einfach. Und gleich nochmal, damit da nichts passiert. Ihr seht schon, was passiert. Das kann böse ausgehen sonst, ne? Haben wir uns wieder durchgeschummelt, will ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja nicht beschissen, aber schön durchgekommen sind wir. Seht, da kommt wieder sowas stoßweise hier. Aber das ist kein Problem. So. Das hier upgraden auf die großen Spikes. Welle 78 ist es. Welle 79, da kommt ein Haufen. Das ist immer die, wo wir drauf gehen meistens. Wir werden jetzt hier noch eine Spike Factory bauen. Die bauen wir hier hin. Und zwar die linke Seite auch. Also nochmal die dicken. Jetzt richtig auf den Latz. Da kommt zwar sehr viel, aber die kriegen sowas von in die Fresse hier. Die Blut. So, dann haben wir auch auf Max Upgrade. Sehr viele Bosse kommen, aber die werden nicht weit kommen hier. Unsere Spike Factories machen das einwandfrei. Welle 81, Leute. Rote kommen. Da wird abgeräumt bei den Spikes unten. Da geht's zu. Wir müssen das da jetzt mal benutzen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass wir da noch in die Fresse kriegen hier. Das geht natürlich gar nicht. So, haben wir es geschafft. Das war eine Höchstleistung. Welle 82. Wow, schon schwierig jetzt. Sehr viele Bosse eben. Wir bräuchten einen zweiten Blutschipper, der die Bosse einsaugt. Der soll wieder auf den stärksten gehen. So, schön die Bosse einsaugen hier. Jawohl. So, mit 2 kommen wir schon viel besser voran. Dann werden wir wieder das hier nehmen. Sicher, sicher, dass wir keinen Stress kriegen. Und gleich nochmal, denn wir wollen definitiv keinen Stress hier. So, seht ihr, was da kommt? Das ist doch ein Haufen. Gleich habe ich es wieder ready. Oh, da kommt ein bisschen viel hier runter. Das gefällt mir gar nicht. Aber es kommen auch viele Nägel. Das heißt, es geht schon. War aber schon ein bisschen knapp. War ein bisschen knapp, Leute. Wir werden jetzt noch eine Spike Factory bauen, dass wir es dreimal haben. Und zwar wieder die rechte Seite hier. So, dann können wir es dreimal benutzen.
Los geht's! Ja, ihr seht schon, wie viel haben wir jetzt. 2, 4, 6 so Spike Factories, also ordentlich. Ist doch schon einiges jetzt. Welle 83. So, das läuft ganz gut bis jetzt. Welle 84, vorletzte Runde, das ist immer die stärkste normalerweise. So, jetzt müssen wir das gleich benutzen hier. Einmal raus. Sonst kriegen wir hier einen Arsch offen. Zweimal raus. Dreimal raus. Und ein Supermonkey schnell nur irgendwo hin, sonst haben wir ein richtiges Problem. So, der soll immer auf den ersten gehen. Den haben wir jetzt nur gebraucht, sonst gibt es hier auf den Latz. Wow. Das ist schwierig gerade hier. Das war Hardcore, Leute. Das war auch knapp. Jetzt verkaufen wir das da. Und den werden wir nochmal upgraden. So, Welle 85, die letzte. Der wird nicht weit kommen, der Grüne hier. Der kriegt schnell auf den Latz. Zack, bum, bang und weg sehen Sie. So schnell geht's, Leute. Auf, schwer geschafft. Und ein Erfolg haben wir auch. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Irgendein Erfolg des Verzehrs, das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Aber nice one. So, da ist die Goldmedaille, Leute. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hier haben wir 7, da können wir jetzt nicht so viel machen. Startgeld, ja, haben wir eigentlich soweit in Ordnung genug. Wir werden das aber hier... 20 Münzen, ihr wollt mich doch verarschen. Was habt ihr hier für Preise? Wir könnten aber das hier nochmal machen. Und zwar, dass die hier noch ein bisschen mehr beschädigt sind. Das werden wir auch machen. Jawohl. So Leute, nochmal der Hinweis am Schluss. Es wird von mir ein Let's Play geben zu Monkey Town. Das ist ein Mobile Game. Ich werde dazu einen Android-Emulator benutzen, und zwar den BlueStacks. Wir werden das gemeinsam Let's Playen. Da geht es darum, ein Monkey-Dorf aufzubauen. Es hat mit Bloons Tower Defense 5 ein bisschen eine Ähnlichkeit. Es heißt ja Monkey Town, ja. Und ja, was soll man machen? Wir sollen Hütten aufbauen in Form von Monkey-Hütten, dass wir die Tower erstmal kriegen. Ihr müsst forschen, also wir müssen forschen, alles Mögliche machen, Bananenfarmen fürs Geld. Wir brauchen Energie, damit die Häuser auch betreibbar sind. Ihr müsst Land einnehmen. Das macht ihr, indem ihr die Bloons angreift. Das wird halt immer schwieriger mit der Zeit, und so muss man sich vergrößern. Es ist ein Mobile-Game. Das heißt, es wird über Zeit gebaut. Da muss man schauen, wie man das in ein Let's Play verpacken kann. Weil ich kann ja schlecht 50 Minuten warten, bis irgend so ein Haus fertig ist. Was soll ich euch da zeigen? Aber indem es mehrere Parts gibt, sagen wir, es ist so täglich gebunden irgendwie, wird es schon gehen, dass wir täglich ein, zwei Folgen hinkriegen. Das sollte keinerlei Problem sein. Das wird es demnächst hier am Kanal geben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn und ihr verpasst keine Folge. Es gibt bei uns 5 bis 10 Videos täglich, also eine richtig schöne Show. Es macht richtig Laune. Mein Lieblings-Let's Play ist sowieso dieses hier, Bloons Tower Defense 5, das beste Tower Defense ever. Die Möglichkeiten hier sind einfach Wahnsinn, ja. Die Fans wissen es ja, also man kann hier unendlich machen. Ich freue mich noch auf viele 100 Parts mit euch. Ich hoffe, ihr leidet ein bisschen mit mir, wenn ich fehle. Ich werde die Fails auch zeigen, weil es ist ja, ich will nicht bescheißen und sagen, hey, yo, ich habe es geschafft beim ersten Mal, obwohl ich 4 Versuche brauchte, ne? Das wäre ein bisschen arrogant und ungut. Also da bin ich lieber ein ehrlicher Spieler, und man muss auch mal Niederlagen einstecken können. Aber im Moment läuft's prächtig, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!